aber fürs Erste Abschied nehmen musste von der Nationalmannschaft nach der EM in Schweden. Buchwald. Als wollte er mich lügen strafen. Buchwald, verfolgt von Wilford. Thom. Schöne Flanke, Riede, da ist es. Wunderbarer Spielzug. Na, da kannst du mal sehen, was immer der Trainer gesagt haben mag in der Kabine. Es hat wohl gefruchtet. Ausgehend vom letzten Mann von Buchwald, da sehen Sie es gerade noch, der den Ball schnell und zügig durchs Mittelfeld trieb. Thom, die präzise Flanke. Karl-Heinz Riedle, der Römer, macht sein 10. Länderspieltor. Und das Ganze in der 47. Minute. Ein guter Angriff. Ein schönes Tor. Kein Mensch bei ihm. Niemand fühlte sich zuständig. Bistofte. Schöner Pass. Pausen. Da ist es. Man soll's nicht beschreien. 1, 2 kurze Spielzüge. Und dann sehr, sehr schön abgeschlossen. Lars Elstrup, ich wollte gerade noch sagen, von ihm so wenig zu sehen in der zweiten Halbzeit. Paulsen, der genaue Pass. Da sahen sie nicht gut aus, da hinten die deutschen Abwehrspieler. Alles in allem meine ich, dieses Tor in der 80., 81. Minute durchaus verdient, dieser Ausgleich. Sah richtig souverän aus, was die deutsche Mannschaft im Mittelfeld jetzt produzierte. Räume eng. Klinsmann, Thom. Ah, es laufen beide in die Spitze rein, sowohl Riedler als auch Klinsmann. Laut und fault Thom. Elfenberg. Pfostentor! Was für ein kurioses Tor. 30 Meter Freistoß, Effenberg, der jetzt gerade dümmlich in Richtung dänische Zuschauer läuft. Das kann er sich sparen. Ich bleibe dabei, der junge Mann muss noch viel, viel lernen. Aber sehen wir uns das Tor an. Angeschnitten, dreht sich, Schmeichel mit der Hand dran, mit den Fingerspitzen, Ball springt zurück. Und er macht ihn sich selber rein. Das Ganze 2 Minuten vor Schluss. 2,5 Minuten vor Schluss, also 87. Minute, noch einmal. Gut getretener Freistoß, ganz ähnlich wie am Sonntag für Florenz. Und da ist es schon passiert, Schmeichel.